Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werden ein paar Neuheiten in meinem Gesicht ausgetestet. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich war ein bisschen shoppen und da habe ich jetzt hier so ein paar Sachen, die habe ich euch wahrscheinlich im Haul auch schon gezeigt. Aber die möchten natürlich auch gerne in meinem Gesicht ausgetestet werden. Als Primer habe ich einfach einen Lichtschutzfaktor jetzt drauf gegeben. Ich glaube, da gebe ich jetzt nicht nochmal zusätzlich was drüber. Das kann einfach so jetzt einziehen, beziehungsweise ist ja auch schon Weilchen eingezogen. Hier habe ich jetzt diese super gehypte House Labs Foundation. Ich habe die in einer sehr, sehr hellen Farbe hier. 015 Fair Warm, genau, da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen umdenken, ne? Von wegen Warm und Cold. Also ich bin mit einem kühlen Unterton und deswegen musste ich mir diese Warm holen. Die soll ja so mega sein. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, muss ich wirklich sagen. Mal gucken, wie die so von der Deckkraft ist, aber farbtechnisch sieht die sehr gut aus. Oh, die fühlt sich sehr, wie soll ich das sagen, sehr dick irgendwie an, ne? Ich habe jetzt hier so einen Foundation-Pinsel von Schickimicki und damit trage ich jetzt hier diesen Pumper auf meine eine Gesichtshälfte hier auf. Könnte sogar fast ein Tick zu hell sein. Das ist ja Wahnsinn, dass ich das nochmal erleben darf, Leute. Dass es eine Foundation gibt, die für mich fast schon zu hell ist. Das ist krass. Lässt sich aber ganz, ganz toll jetzt nur mit dem Pinsel auch verteilen. Also das ist richtig gut. Und es fühlt sich irgendwie an, als würde es halt auch irgendwie noch ein Stück weit Pflege mitgeben. Ganz interessant. Also gar nicht matt. Super glowy. Das mag ich ja gerne. Und das ist wirklich, also betont gar nichts. Also, ne, das betont halt jetzt nicht irgendwelche Poren, irgendwelche Fältchen, irgendwelche irgendwasen. Und es sieht aus wie Haut auf dem Gesicht. Das finde ich total angenehm. Ja, das sieht wirklich abgefahren aus, ne? Wir machen mal die andere Seite. Dann sehe ich nämlich im kompletten Gesicht aus wie Casper the Friendly Ghost. Aber das wirkt eigentlich nur so dadurch, dass es halt auch so glowy ist, ne? Ansonsten, wenn ich mich jetzt so im Spiegel angucke, sieht das sehr, sehr, sehr passend aus. Also könnte echt ein Match sein. Da kommt jetzt ja noch ein bisschen mehr mit dabei, ne? Dann sieht das Ganze auch nicht mehr ganz so hell aus. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr beeindruckt von dieser Foundation. Fühlt sich gut an, hat ein hochwertiges Packaging, hat aber auch einen sehr hohen Preis, ne? Also da muss die auch ordentlich was bringen. Bei Beauty Bay habe ich diese Make Face Palette bestellt. Da habe ich jetzt Blush, Bronzer, Highlighter, Concealer, irgendwie alles drin. Ich glaube, da gibt es nur die eine Variante, keine Ahnung, die schaut so aus. Haben auch schon andere Firmen in der Art und Weise ja rausgebracht. Ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Also, wir haben hier auch Concealer-Töne. Der ist mir definitiv zu gelb. Das ist ein Blush-Ton. Aber diese, nee, der nicht, aber die drei sind Concealer-Töne. Da ist der hier auf jeden Fall so einer, wo ich sagen würde, wir könnten Freunde werden. Aber jetzt hier mit der Superhellen Foundation ist es so eine Sache, da brauchst du von solchen cremigen Geschichten immer nur ganz, ganz wenig von. Man kann solche Creme-Concealer aber auch immer super verwenden, wenn du die Kontur zu tief gezogen hast, ne? Oder den Cream-Bronzer oder so, dass man das hier nochmal ausradieren kann. Also das hat jetzt schon mal mit dem Finger ganz gut funktioniert. Würde ich jetzt auch tatsächlich als Concealer mit dem Finger auftragen. Ich habe aber ein Bedürfnis, das mit dem Schwämmchen auch einzuarbeiten, weil es dann, obwohl es mit dem Finger aufgetragen ist, doch ein bisschen zu viel Produkt war. Wenn ich schon mal dabei bin, gehe ich damit einfach komplett übers Gesicht. Was soll der Falschreiz? Also es ist eine flutschige Angelegenheit. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es könnte sein, dass es dann vielleicht irgendwo auch mal reinkriechen möchte. So, jetzt möchte ich mir einen Bronzer auftragen, beziehungsweise, ja, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Was nehme ich denn dann? Cold Brew ist so richtig schön aschig. Ich kann das ja mal vorsichtig machen, dass ich hier mit dem Pinsel erstmal reingehe und dann hier so ganz eben drüber, um zu gucken, ob das farblich passen könnte. Wird auf meinem Gesicht doch relativ warm. Könnte auch sein, dass es gut aussieht. Es wird, also, weiß nicht, kommt da meine Haut durch? Trägt das die Foundation ab? Lässt sich aber sehr, sehr schön ausblenden und auftragen. Das muss ich wirklich sagen. Es funktioniert auch hier mit dem Pinsel ganz gut. Für eine leichte Kiste, ne? Man könnte sich sicherlich hier auch so seine perfekte Kontur- oder Bronzerfarbe in der Palette auch so anmischen, indem man halt verschiedene Töne miteinander kombiniert. Das Ding ist, dass mir hier drin auch so ein bisschen was sehr Kühles fehlt. Ne? Das brauche ich einfach für meinen kühlen Hautunterton, kühlneutral. Ne? Das ist ja bei mir einfach so die Kiste. Das wäre ganz cool gewesen, wenn die hier noch ein bisschen was Aschigeres reingepackt hätten. Aber so sieht das schon mal relativ gut aus, soweit so gut, soweit so natürlich. Und jetzt möchte ich mir einen Blush auftragen. Dafür suche ich jetzt zuallererst mal den hellsten hier. B1, der ist auch matt, also da haben wir jetzt nicht irgendein Glow mit dabei. Der ist schön frühlingshaft frisch und könnte auch zu meinem Teint ganz gut passen. Aber man sieht ihn halt sehr dezent. Ne? Er ist vorhanden, aber er ist nicht jetzt so bam in your face.
Dafür haben wir hier ja noch andere Varianten drin. Kann ich mir auch für die ein oder andere ganz gut vorstellen, als Color Corrector unter dem Concealer zum Beispiel. Also für mich zum Beispiel, wenn ich mal wieder ein bisschen wenig geschlafen habe. Doch, das ist süß, ne? Das ist wirklich süß. Okay, also theoretisch könnte man hier mit dem Mochi das Ganze auch noch ein bisschen knalliger gestalten. Das kann ich ja hier, wow, ja. Kann ich ja hier mal so machen. Ja, ja. Der geht ein bisschen mehr ab. Ist aber auch jetzt nicht irgendwie, dass er zu laut schreit. Macht irgendwie echt Spaß. Jetzt nur ein Pinsel, eine Palette und dann bastel ich so ein bisschen in meinem Gesicht rum. Ne, das hat was. Fühle ich mich so ein bisschen wie ein Maler. Dann habe ich hier noch Halo. Das ist ein, Highlighter, ne? Genau. Also man könnte jetzt auch theoretisch den Peony nehmen. Das ist ja auch ein Blushlighter. Wenn du dir halt ein paar Schritte sparen willst und am besten die Hundehaare aus dem Pinsel entfernst. Und hier kann man den Highlighter dann auftragen. Und der ist auch sehr, sehr schön. Oioioi. Ich meine, mein Gesicht sieht jetzt eh komplett nass aus, ne? Aber das gefällt mir schon mal richtig, richtig, richtig gut. Fühle mich definitiv wohl, ne? Also man sieht jetzt halt auch nicht mehr, dass diese Foundation vielleicht ein bisschen sehr hell ist. Was man natürlich jetzt machen kann, ist, dass ich jetzt hier auch nochmal in meinen Concealer-Ton hier rein... Ist das wirklich ein Puder? Jo, du hast ja auch noch ein Puder drin. Cool, das verwende ich gleich. Okay, hier haben wir auch noch den Concealer, den ich jetzt hier zum Beispiel nehmen kann, wenn man zu tief gekommen ist, um da noch ein bisschen zu korrigieren. Das wird irgendwie gerade nicht so schön, ne? Aber der deckt schon ab. Das sehe ich hier so an meinen Muttermalen. Das ist schon krass. Okay, so. Dann habe ich ja jetzt immer noch diese Palette und nehme mir dann eine Hilfe. Loslassen. Einen fluffigen Pinsel. Und gehe in diesen P1 rein. Das ist ja das Puder, ne? Und damit hätte ich jetzt mein komplettes Gesicht. Hätte ich gar nicht gesehen, dass hier auch noch ein Puderton drin ist. Das ist aber schön transparent, ne? Das lässt alles jetzt richtig harmonisch miteinander verschmilzen, als wäre es dafür gemacht. Also eine ganz tolle Reisepalette, wenn ich das mal so sagen darf. Muss man nur aufpassen, wenn man in zu warme Länder reist, könnte sie einem wegfließen. Ich will die ganze Zeit in die Palette gucken, um mich im Spiegel anzuschauen, aber da ist kein Spiegel drin. Ich habe hier so einen kleinen Handspiegel. Okay, ein bisschen Puder brauche ich hier noch, aber das sieht gut aus. Ich fühle mich gerade super, 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 super wohl. Ne? Das sieht alles so perfektioniert aus. Es scheint alles noch leicht durch, also sowohl Bronzer als auch Blush als auch Highlighter, vor allem der Highlighter, wow. Aber das sieht aus, als hätte ich nichts drauf. Also wirklich total ebenmäßig auf dem Gesicht. Das mag ich sehr, sehr gerne leiden gerade. Schön! Um die Augen mache ich das jetzt mal ein bisschen intensiver mit so einem Puffelding, weil die können es ein bisschen mehr vertragen, dass da was gesettet wird und nichts irgendwie in Fältchen kriegt. Da traue ich dem Pinsel nicht so. Für die Augenbrauen habe ich mir jetzt für dieses Video nichts Neues rausgelegt. Da nehme ich einfach die Produkte, die ich hier generell rumliegen habe. Eveline Cosmetics Augenbrauenstift, Catrice Superglue als Augenbrauengel und wie immer sind natürlich die Produkte in der Infobox verlinkt. Ich habe hier von Cosmic Brushes die Winter Wonderland Palette. Das ist jetzt keine Frühlingspalette eigentlich. Die ist jetzt nochmal gelauncht worden, dass man da halt nochmal die Palette sich kaufen konnte und ich habe es getan. Und hier haben wir extrem schöne Töne drin. Ich versuche jetzt einfach, weil heute ist wunderschönes Wetter, einfach einen lila Look zu schminken oder blau, weiß ich noch nicht genau, weil, das war ein Reim, weil ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele grüne Looks geschminkt. Grün würde zum Kleid sehr gut funktionieren, aber ich habe euch sehr viele grüne Looks gezeigt, ne? Genau. Und ich möchte einen relativ einfachen Look schminken, vielleicht nur so 2, 3 Töne oder so. Mal gucken. Dann starten wir doch mal mit dem Ton Blanket. Das ist so ein blass lila Lavendelton. Und die Paletten von Cosmic Brushes sind einfach krass, Leute. Also wir haben hier eine mega krasse, mega gute... Ich muss hier die Folie kurz abmachen. ASMR. mega gute Qualität zu einem vernünftigen Preis. Also es ist wirklich super fair gehalten, ne? Den setze ich mir hier komplett, tutto completti, auf mein Lid und um meine Augen drumherum. Also auch wirklich an den unteren Wimpernkranz gleich dran. Und ich sehe es ja auch ähnlich wie ihr. Natürlich, Make-up ist Kunst und ich mag es auch unheimlich gerne, hier zu sitzen, mich anzumalen, Farben auszuprobieren und so weiter. Aber ich finde es halt auch immer großartig, wenn man sich einen schnellen Look in Anführungsstrichen schminken kann, um dann wieder ganz schnell in die Sonne zu kommen und einfach das Wetter zu genießen, ne? Deswegen, manchmal hat man auch nicht so Ewigkeiten Zeit, aber manchmal möchte man auch sein künstlerisches Gedönsel austoben lassen, Dingens. Den Look, den ich schminke, mache ich übrigens jetzt zum Muttertag. Ich fahre gleich zu meiner Schwiegermama und ja,
Das ist der Look, den ich dann zum Muttertag mache. Oh, der Concealer von der bei Beauty Bay Geschichte creased ziemlich. Das kann man jetzt einfach ja mit dem Pinsel noch korrigieren. Aber wenn man den jetzt solo tragen würde, wäre das echt eine Sache. Ich mache jetzt noch so eine ganz minimale Vertiefung, glaube ich, hier außen dran. Und dazu nehme ich den Ton Calm. Das ist so ein wunderschöner lila Ton, der eine Schneeflocke mit drin hat. Den setze ich hier außen hin und blende den dann einfach so ein bisschen in dieses Lila, was ja schon so drauf ist, so rein, dass man halt auch so einen leichten Übergang hat, ne? Ja, ich glaube, ich werde doch 4 Töne verwenden. Mal gucken. Ich nehme jetzt meinen Freund, den NYX Glitter Glue. Das ist einfach ein Produkt, was ich in jedem Augenlook eigentlich verwende, weil dadurch alles besser hält. Das ist, macht für mich vieles einfacher, ist aber ein absoluter Kannschritt, ne? Sowohl Winter Soul Styles als auch dieser Frost, die sind einfach der Hammer, alle beide. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, es wird doch irgendwie grün. Claudi, du wolltest doch, ich hätte hier auch noch Comfort. Der ist auch schön, aber der ist so Ton in Ton. Nee, was sieht denn jetzt besser aus? Was hättet ihr genommen, Frost oder Winter Comfort? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich nehme den Duochrome, den Winter Comfort, und tupfe mir den hier einfach mal so drüber. Das ist so schön. Das ist übrigens Winter Soul Styles. Der hat nämlich auch so rosa Schimmerpigmente mit drin, aber auch dieses bläuliche, ein ganz kleines bisschen grünlich. Schön. Und nach innen gebe ich mir den Ton Wonderland. Das ist dieser hier. Oh mein Gott, bist du schön. Ne? So mag ich das doch. Boah, mach den mal mit dem Finger. Alto Belly, wie der steil geht. Der ist ja voll nice. Also das ist jetzt eigentlich eher so ein total winterlicher Look, wie die Palette ja eigentlich auch schon sagt. Ne? Aber warum sollte man solche Looks nicht auch im Frühling tragen können? Ist ja vollkommen Pelle. Ich habe keine Ahnung, ob es diese Palette noch gibt, ne? Sollte es die noch geben oder ein Restock dazu kommen, schnappt sie euch. Da können so viele, so, so teure Marken, also halt auch wirklich bekannte Marken, echt nicht gegen anstinken. Vollkommen ehrlich sein. Ich bin was. Ich kann nicht mal mehr reden. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die liebe Peggy vom Kanal Morbus Black, dass sie mir diese Marke irgendwann mal schmackhaft in ihren Videos gemacht hat. Also da sind noch so viele Möglichkeiten, so viele krasse Looks in dieser Palette. Ha. und das ist ja schon mal der Burner, ne? Oh mein Gott. Ich bin gerade vollkommen in love mit diesem Look und ziehe mir jetzt einen Eyeliner. Da habe ich jetzt hier von Revolution den Liner Pau. Den habe ich schon länger in Anwendung. Der wird langsam aufgebraucht. Ja, der Eyeliner ist definitiv in seinen letzten Zügen. Aber egal, er hat noch eine sehr, sehr schöne Wimpernkranzbetonung und einen Wing hingekriegt. Jetzt habe ich hier das Power Grip Dewy Setting Spray von e.l.f. Manche lieben es, manche hassen es. Du hast hier nämlich zwei Phasen. Das ist die Ölphase hier oben. Das muss man ordentlich schütteln. Und wenn man eine, ich sag mal, Mischhaut oder ölige Haut hat, ist das, glaube ich, nicht so geeignet. Bei meiner trockenen Haut ganz gut. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zu flutschig wird, denn ich habe jetzt auch überhaupt kein Trockenheitsgefühl durchs Puder bekommen, weil das alles so creamy in meinem Gesicht ist. Also gut schütteln, dass alles sich gut verbindet, ne? Dann wird das nämlich so milchig. Dann sprühe ich das ein bisschen. Oh ja, die e.l.f. Setting Sprays haben ganz fein Sprühmist. Es ist mehr so Nebel. Ja, mag ich, ne? Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht das Make-up löst oder so, weil man schminkt sich ja auch gerne mit Öl ab. Das heißt, das Ganze darf jetzt auch gut hier einziehen. Ganz vorsichtig mit dem Schwämmchen so drüber. Weil das auch nicht nass oder so auf dem Gesicht liegt. Also Stand jetzt finde ich das sehr, sehr angenehm. So, Wimpern werden jetzt gebogen mit meiner Wimpernzange. Denn da habe ich von einer Followerin einen Tipp bekommen, zwei Mascaras zu kombinieren, die ich schon hier habe. Das machen wir gleich mal zusammen. Denn bei ihr sah das so krass aus. So, also ich rede hier von der Maybelline Firework Mascara. Die habe ich euch ja auch schon gezeigt. Die finde ich fantastisch. Wenn es wirklich heiß ist und ich schwitze und so, dann smatscht die ein bisschen hier oben. Was daran liegt, dass meine Wimpern halt da oben dran kommen, weil sie halt recht lang sind durch das Wimpernserum. Die hat so ein fantastisches Gummibürstchen und sie macht wirklich ein Firework auf die Wimpern. Die werde ich dann in Wechsel verwenden mit der Telescopic Extra Black von L'Oreal. Das ist diese hier. Das hier dürfte jetzt
in einer neueren Variante, also es wurde neu angezeigt online, sein und die würde ich eher für Länge verwenden, also um die andere quasi auszukämmen und noch mehr Länge in die Wimpern zu zaubern. Ne? Schauen wir mal, wie wir das so hinkriegen. Es wird ein Pain in the ass, das abzuschminken, weil ich weiß, dass die hier sich nicht gut abschminken lässt, aber wir probieren es mal. Sprich, ich starte hier mit der Telescopic Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht von der Telescopic Mascara und jetzt kommt die Maybelline drüber. Zweite Schicht. Auf dem Auge habe ich gerade so ein bisschen dieses Gefühl bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Mal gucken, ob das andere Auge jetzt auch noch nachzieht, denn jetzt kommt noch eine Schicht von der Telescopic drauf. Dritte Schicht. Ich bin ehrlich, ich glaube, das ist selbst mir zu krass. Aber es ist ein richtig heftiges Ergebnis, ne? Also, wow, an dem Auge muss ich nochmal mit dem Q-Tip arbeiten. Bei beiden Augen muss ich gleich noch ein bisschen das Gesmatschte wegmachen, weil es ist warm, ne? Dann hast du auch ein bisschen, die Mascara ist etwas flüssiger, aber das geht ja ganz einfach mit dem Bürstchen. Aber heide nein, das macht wirklich richtig krasse Wimpern. Und eben weil das beides eigentlich sehr, sehr gut haltende Mascaras sind, gehe ich davon aus, dass das ja auch nicht smatschen wird. Falls es gesmatscht hat, schreibe ich euch das natürlich in die Videobeschreibung noch mit rein. Ich trage meine wunderschönen Ohrringe, die ich von Da steckt Liebe drin bekommen habe. Die lagen in Kreta auf Kreta in meinem Hotelzimmer. Für die Lippen verwende ich eine Kombo, die ich jetzt hier aktuell im Aufbrauchmodus habe. Das ist der Pillow Talk Lip Liner von der lieben Charlotte. Und auf Entspannt aus meinem Project Pen in Frosty Sweets, diesen Lipgloss von M. Asam. Mega. Also ich mag diesen Look sehr, sehr gerne. Ich lasse die Haare heute auch zusammen. Werde gleich noch meine Ringe suchen und umtun, weil wir sehr viel draußen sein werden. Und ich habe nur Yay-Produkte dabei gehabt, kein Nay-Produkt. Ich mag sehr, sehr gerne wirklich diese Make-Face-Palette. Ne? Da muss man noch ein bisschen mit rumspielen, aber da sind schon gute Sachen drin, kann man nicht anders sagen. Ich finde, dass der Look auch sehr schön geworden ist, diese Palette, Leute. Die ist einfach geil, also gar keine Frage. Ich habe jetzt gar nicht so super viele neue Produkte verwendet. Einen Duft verwende ich jetzt noch, den habe ich von Emmy bekommen. Das ist dieser hier, Versace Dylan Purple. Hallo? Ja, das ist so ein typischer Muttertagsduft, würde ich mal so sagen, oder? Viel hilft viel. Ja, sie macht das auch auf ihre Brüste. Ist so ein richtig schöner, blumiger Duft, mag ich sehr, sehr gerne. Hier habe ich, das muss noch einziehen hier. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich richtig, richtig wohl. Also super coole Produkte, wunderschönes Full Face. Ihr Lieben, was meint ihr? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann wäre es hier gewesen, wenn es dir gefallen hat. Wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.